Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr Schriften bei Photoshop hinzufügt. Photoshop bietet von Haus aus bereits eine Vielzahl von Schriftarten an. Doch nicht immer findet man die Schriftart, welche man für sein Projekt sucht. Neue Schriftarten werden nicht direkt in Photoshop hinzugefügt. Ihr müsst sie als erstes herunterladen und auf eurem PC installieren. Öffnet zunächst also einen beliebigen Browser und gebt folgenden Link ein. Sucht hier nach einer Schriftart, die euch gefällt und ladet sie herunter. Dann entpackt ihr die ZIP-Datei, klickt mit der rechten Maustaste auf die .ttf-Datei und wählt für alle Benutzer installieren aus. Jetzt könnt ihr Photoshop öffnen. Erstellt ein leeres Dokument, klickt auf das Textwerkzeug und schreibt etwas. Markiert euren Text und wählt in der rechten Spalte unter Zeichen die Schriftart aus, welche ihr eben installiert habt. Über welche Photoshop-Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.